Herzlich willkommen bei Futorial. Mein Name ist Sinan Kurtulusch und es gibt ein neues Review-Video zu einem Kopfhörer, dem Tautronics Bluetooth Noise Cancelling TT. Und da kommen wir direkt zum ersten Problem. Warum kann Tautronics eigentlich keine richtigen Produktbezeichnungen machen? Ich zeige euch mal hier den Karton. Ja? Also hier habe ich den Karton bekommen von Tautronics. Da steht drauf, Active Noise Cancelling Wireless Stereo Headphones. Ja, das ist eine Beschreibung. Aber wieso hat das Ding keine Typenbezeichnung? Super Headphone 2000 oder so, irgendwas. Man muss schon sehr, sehr, sehr viel suchen. Man findet dann auf der Rückseite weiß auf grau irgendwo hier in der Ecke TTBH046. Also, ich teste irgendwie den TTBH046. Wer sich jetzt fragt, ist das irgendwie ein Werbevideo? Und wenn ja, warum steht hier nicht Werbevideo? Ich kann euch beruhigen, es ist kein Werbevideo. Wieso ist es kein Werbevideo? Naja, ich bekomme zwar den Kopfhörer von Tautronics kostenlos zur Verfügung gestellt, aber sie sagen mir nicht, was ich darüber sagen soll. Wenn ich diesen Kopfhörer jetzt für euch teste und ich finde ihn nicht gut, ich finde ihn, sagen wir es mal ganz offen, zum Beispiel beschissen, dann werde ich euch das mitteilen. Dann werde ich dieses Produkt eben schlecht beurteilen. Und da liegt eben der Unterschied, das ist ein Test und keine Werbung. Ja, also wie gesagt, diesen Kopfhörer habe ich jetzt zum Testen zur Verfügung gestellt bekommen. Ich habe auch schon mal einen Tautronics Kopfhörer getestet. Vielleicht haben das manche das Review gesehen. Das war der, und jetzt haltet euch fest, wieder dieses Problem mit den Typenbezeichnungen. Das war der TT. Jetzt muss ich nochmal kurz gucken, wie heißt der hier nochmal? Das war der BH046 und der alte ist der BH047. Also der hat 59 Euro gekostet. Der kostet bei Amazon 89. Das hier ist die 47. Das hier ist die 46. Also der hier ist niedriger. Ist das jetzt wie bei Canon-Kameras? Je niedriger die Zahl, desto besser? Ich weiß es nicht. Es ist alles ein bisschen merkwürdig. Bevor wir richtig in den Test einsteigen, müssen wir uns auch eine Frage mal stellen. Warum bekomme ich von diversen chinesischen Herstellern jetzt eigentlich so Bluetooth-Kopfhörer geschickt? Das wird alles in China hergestellt. Also sind die ja nicht ganz doof, sagen die sich, ja, dann haben wir unseren eigenen Kopfhörer. Und das ist dann eben Tautronics. Und anstatt eben in ein ganz, ganz groß angelegtes Marketing zu investieren, lassen wir unsere Produkte einfach von kleinen YouTubern, Influencern und so weiter testen und haben dadurch unsere Produkte im Markt angesiedelt. Es kann also sein, dass teilweise exakt die gleiche Technik, dieselben Bluetooth-Chips, dieselben Treiber und so weiter in solchen Produkten verbaut sind, wie ihr sie in namhaften Herstellern findet. Und wenn dem so ist, naja, dann bleibt am Ende ja eigentlich nur noch der Markenname. Und ich muss sagen, mir persönlich ist es total egal, ob da jetzt Tautronics draufsteht oder Sony. Mir gibt das alles nichts, ist mir kackegal. Wenn das Produkt an sich funktioniert, wenn das Ding hier gut verarbeitet ist und einen geilen Sound liefert, dann ist das ein gutes Produkt, egal was da draufsteht. Ob das jetzt wirklich ein gutes Produkt ist, das müssen wir rausfinden. Was war denn mein Fazit zu diesem Produkt hier? 59 Euro, wie gesagt. Ich habe damals gesagt, dass die Verarbeitung für mich ausreichend gut erschien. Ich konnte ja noch keinen Langzeittest machen. Jetzt kann ich mehr darüber sagen. Damals war es so, dass der Geruch sehr extrem war. Ja, wir hatten einen sehr chemischen Geruch. Der ist mittlerweile komplett weg. Das Ding riecht vielleicht jetzt nach mir, weiß ich nicht. Also ich rieche mich selbst jetzt gerade hier nicht so. Ich glaube, der riecht neutral. Vielleicht stinkt der auch für irgendwen, keine Ahnung. Auf jeden Fall riecht er nicht mehr chemisch. Also das Geruchsproblem ist komplett weg. Verarbeitung, hatte ich damals gesagt, kam mir solide vor. Wir haben hier so eine komische Klappmechanik. Die klingt einfach, als würdest du einem die Finger brechen. Ich kann auch nicht sagen, ob das langlebig ist, denn ich habe diese Klappmechanik einfach nie benutzt. Ich habe das nie irgendwie eingeklappt. Ich habe jetzt den Kopfhörer, ich weiß es gar nicht, ein halbes Jahr oder so. Und ich habe den tatsächlich einfach nur so im Schrank liegen, nehme den so raus, setze ihn auf, gehe eine Runde spazieren. Und bis jetzt ist er wie am ersten Tag, also da ist nichts passiert, der ist nicht hier ausgenudelt.
Es ist aber auch keine Hardcore-Nutzung. Ja? Also es ist nicht so, dass ich jeden Tag den Kopfhörer in irgendeinen Rucksack schmeiße und am Start bin. Man könnte jetzt sagen, ich gehe wahrscheinlich sehr, sehr gut mit dem Kopfhörer um. Dementsprechend ist er auch einfach nach wie vor noch in einem sehr, sehr guten Zustand. Den Klang fand ich damals wie heute für den Preis absolut überzeugend. Nun ist die Frage, wie schlägt sich das etwas teurere Produkt im Vergleich? Hierfür möchte Tautronics 89 Euro. Ich bin sehr gespannt. Als erstes kann ich euch mal sagen, beim Thema Verarbeitung und Design sehe ich hier auf jeden Fall klare Vorteile. Ich möchte euch das mal in der oberen Kamera zeigen. Also wir haben hier sehr, sehr viel Plastik. Das ist soweit ja, wie gesagt, alles okay. Hier haben wir zum Beispiel diese herausfahrbaren Metalldinger. Fühlt sich sehr, sehr wertig an. Hier haben wir noch einen, zwar auch aus Plastik bestehenden, aber glänzenden Ring. Das macht schon optisch ein bisschen was her. Also es sieht nicht schlecht aus, muss ich wirklich gestehen. Im Gegensatz zum Geruchsproblem von diesem Modell muss man sagen, das Ding hier riecht nicht. Ist absolut geruchsneutral. Also das chemische Riechen haben sie hier auf jeden Fall in den Griff bekommen. Wie verhält es sich mit dem Tragekomfort? Also, der Kopfhörer hat einen wunderschönen Anpressdruck, die Polster sind angenehm weich, das Ganze ist Over-Ear-Design, das heißt, wir liegen hier komplett um die Ohrmuschel herum. Das ist sehr angenehm, gerade für Brillenträger. Gibt es keine Druckstellen nach einer gewissen Zeit. Also, hier ist einiges richtig gemacht worden, wobei ich auch sagen muss, auch dieser Kopfhörer hier, der günstigere, ist ein Over-Ear-Kopfhörer und spätestens jetzt merke ich gar keinen großen Unterschied. Ja? Eine kleine Schwachstelle ist mir aufgefallen und zwar haben wir hier die Knöpfe für An-Aus, also den Power-Knopf und hier Laut-Leise. Und ich weiß nicht, ob ihr das gut sehen könnt, aber wenn ich hier mal so dran wackle, dann seht ihr, dass alle Knöpfe sich so bewegen. Ja? Also das liegt daran, dass diese Knöpfe insgesamt an einem Element befestigt sind und irgendwie ein bisschen zu viel Spiel ist zum Gehäuse. Ja? Das Ganze wackelt so ein bisschen. Das ist nicht schlimm, aber fühlt sich irgendwie auch nicht so geil an. Und macht so ein rappeliges Geräusch. Ja, man geht da nicht die ganze Zeit so dran, ich weiß, aber versteht, was ich meine. Tautronics schrieb mir, dass da jetzt auch irgendwie eine noch bessere Noise-Canceling-Technologie drinsteckt. Insgesamt soll das Ding auch noch schneller laden als ein zum Beispiel älteres Modell oder anderes Modell. Das ist nämlich irgendwie ein bisschen komisch. Das mit den Modellen habe ich noch nicht so ganz verstanden. Also halten wir kurz fest. Verarbeitung gut. Design gut. Geruch neutral. Aber interessiert das irgendwie am Ende bei einem Kopfhörer? Natürlich nicht. Wir interessieren uns dafür, wie das Ding klingt. Und deswegen mache ich jetzt mal einen Audiotest. Ich habe mir jetzt ganz, ganz viel Musik angehört. Unterschiedliche Musik, aber eben auch nicht nur auf diesem Kopfhörer, sondern auch auf dem Vorgänger, anderes Modell, wie auch immer Modell, dem hier. Und als Referenz auch nochmal auf meinen Beyerdynamic DT 990 Pro, mit dem ich jeden Tag arbeite. Das heißt, hier weiß ich ganz genau, wie meine eigenen Produktionen klingen müssten. Die habe ich auf verschiedenen Anlagen gehört und kann dadurch sehr, sehr gut die Unterschiede herauskristallisieren oder beziehungsweise einfach raushören. Machen wir es mal ganz schnell. Wenn ich das Ganze jetzt sortieren müsste nach Klangqualität, ja, ganz ohne weitere Begründung, dann würde ich tatsächlich sagen, jetzt kommt die Überraschung, das neuere Modell, was ich jetzt zugeschickt bekommen habe, ist auf Platz 3. Dann würde ich sagen, das hier auf Platz 2 und gut, das ist jetzt nicht wirklich verwunderlich, auf Platz 1 würde ich diesen Kopfhörer setzen. So, ich möchte das Ganze natürlich auch noch weiter erklären. Fangen wir bei dem logischerweise für mich am besten klingendsten Kopfhörer an. Ist jetzt auch nicht ganz ernst gemeinter Vergleich, beziehungsweise kein gerechter Vergleich. Das ist ein kabelgebundener Studio-Kopfhörer. So, woran liegt der Unterschied? Also hier ist ganz klar im Mitten- und Hochtonbereich die beste Auflösung. Wenn wir Vocal Tracks hören, wo auch jetzt mit mehreren Instrumenten gearbeitet wurde, die im Stereo-Bereich schön angeordnet worden sind, dann kann ich das hiermit sehr, sehr gut heraushören. Der Mitten- und Hochtonbereich klingt auch einfach angenehm, sehr ausgewogen.
Im direkten Vergleich dazu, das ältere Tautronics-Modell wirkt dagegen etwas matt, nicht ganz so brillant. Interessanterweise ist der Bassbereich hier dominanter, obwohl wir, manche wissen es von euch, die auch diesen Kopfhörer besitzen, beim DT990 Pro jetzt einen nicht gerade bassarmen Kopfhörer vorliegen haben. Trotzdem muss man sagen, hier auch wahrscheinlich auch durch dieses geschlossene Modell, also das hier ist ein geschlossener Kopfhörer, das hier ist ein offener Kopfhörer, durch dieses geschlossene Design wird einfach noch ein bisschen mehr vom bassigen Schalldruck aufs Ohr übertragen. Für mich das Schlusslicht bei der Bewertung der Klangqualität tatsächlich dieses Modell. Und das liegt vor allem am Mitten- und Hochtonbereich. Ich werd nicht so richtig warm damit. Irgendwie hört sich das für mich nicht ganz klar an. Ich habe Probleme damit, bestimmte Sachen raushören zu können. Es fehlt so eine feine Auflösung im Mitten- und Hochtonbereich. Ich habe mir diverse Vocal-Tracks angehört und die Vocals klingen nicht so schön auf diesem Kopfhörer. Und das ist natürlich doof. Wenn wir über den Bassbereich reden, dann gibt es hier eine ganz interessante Sache und zwar Active Noise Cancelling können wir hier an- und ausschalten. Wenn wir das Ganze einschalten, verändert sich auch sehr stark der Klang. Das ist bei diesem Modell auch so. Aber hier ist es wirklich so, dass der Bassbereich extrem dominant wird. Wenn man sich einen Techno-Track darauf anhört, dann ist es wirklich heftig. Also dagegen wirkt es so, als hätte der DT990 Pro keine Eier mehr. Und ich sagte es ja schon, das ist kein bassarmer Kopfhörer. Was mich aber zu der Vermutung bringt, hier ist ein bisschen übertrieben worden, was den Bassbereich anbelangt. Und vielleicht ist es auch so, dass durch diese sehr starke Überhöhung des Bassbereichs mir der Mitten- und Hochtonbereich einfach nicht so gut gefällt. Es kann natürlich sein, dass jetzt durch diese neue, verbesserte Active Noise Cancelling Technology der Mitten- und Hochtonbereich darunter leidet. Vielleicht, aber bringt's das am Ende? Wenn wir zwar weniger Nebengeräusche aus der Umgebung haben, aber das Hörvergnügen einfach insgesamt gar nicht so gut ist? Also insgesamt komme ich zu einem sehr, sehr interessanten Ergebnis. Und zwar, der Kopfhörer hier ist besser verarbeitet, der sieht schicker aus. Es ist irgendwie das stylischere, coolere Produkt, aber ich würde immer das hier benutzen. Weil am Ende zählt es einfach nur, wie klingt das Ding? Und das klingt irgendwie besser. Und warum benutze ich jetzt nicht dann unterwegs das hier? Naja, das hat ein Kabel. Ist irgendwie nicht so richtig praktisch am Smartphone. Und als 250-Ohm-Version ist er auch sehr, sehr leise. Plus diese Active Noise Cancelling-Geschichte ist sogar ganz cool. Wisst ihr im Übrigen, was ich auch manchmal gemacht habe? Ich habe den Kopfhörer aufgesetzt, habe ANC, also Active Noise Cancelling, angemacht, aber gar keine Musik gehört. Es ist irgendwie ganz geil, mal draußen rumzulaufen und es ist einfach sehr, sehr, sehr ruhig. Gerade wenn man mal an einer Straße entlangläuft, nicht die Straße queren, wenn ihr das Ding aufhabt, ne? Aber wenn ihr auf dem Bürgersteig eine Straße entlangläuft, dann ist ANC-Technologie ganz cool. Also, klangtechnisch kann ich diesen Kopfhörer leider nicht ganz empfehlen. Ich finde, die Frage, die sich jetzt unbedingt aufdrängt, ist, wie schlägt sich eigentlich der 60 Euro oder der 90 Euro ANC Bluetooth Kopfhörer im Vergleich zu einem richtigen Premium-Modell von einem namhaften Hersteller? Vielleicht kann ich dazu ja mal was besorgen und dann finden wir heraus, ob mehr Geld auch am Ende mehr Klang bringt.